Mittwoch, der 4. August 2021. Die Unruhe setzt sich fort mit dem Mond im Zwilling, der erst fast um Mitternacht wechselt in den Krebs. Dann wird es ein bisschen familiärer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr miteinander. Wir haben Merkur im Quadrat zu Uranus und das sorgt für Auseinandersetzungen. Man hat zwar gute Ideen, die sich aber nicht sofort umsetzen lassen. Und viele Dinge funktionieren möglicherweise heute nicht. Stellt euch darauf ein, dass man da gelassen und flexibel reagiert. Also sich nicht auf etwas festlegen und darauf bestehen, sondern langsam machen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, nichts voraussetzen. Viel Erfolg! Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Etwas schwierige Energien mal wieder. Wir haben Merkur Quadrat Uranus und gegen 11:30 glaube ich ungefähr die Nacht wechselt der Mond vom Zwilling in den Krebs. Das wird zwar familiär, aber man hat so ein bisschen, wirre Ideen oder will was mit Gewalt durchsetzen. Schauen wir uns an, was wir haben. Wir haben die Königin der Stäbe. Das ist eine positive Energie, bedeutet, man ist optimistisch, bleibt an seinen Dingen dran. Man ist zurückhaltend, zwei der Schwerter, und man hat gute Stimmung, gute Gesinnung. Das ist von Vorteil, man sollte abwägen, wann man das ausleben kann und wann nicht. Ich glaube, es geht auch einfach darum, dass man seine guten Ideen nicht mit jedem teilen sollte und nicht direkt publizieren sollte. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Was haben wir heute, wenn Merkur im Quadrat zu Uranus steht, für den Stier? Unnötige Sorgen oder Gedanken, das Ass der Stäbe, Leidenschaft und 10 der Kelche. Da ist viel Liebe drin, viel Leidenschaft. Man sollte nicht übertreiben, denn die Gedankengänge können heute etwas wirr sein. Auch die Gefühlswelten. Also sprich darüber, aber sprich gemäßigt darüber. Die Leidenschaft, die ich hier sehe, könnte dazu führen, dass du ein Riesenfass aufmachst. Also bitte schön behutsam. Wenn du dir nicht klar bist, vorsichtig, warte lieber bis morgen. Also schön beisammenhalten, im Zweifelsfall in aller Ruhe über etwas sprechen. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021, etwas schräge Energien. Wir haben Merkur im Quadrat zu Uranus. Man hat hirnrissige Ideen möglicherweise oder bekommt diese zu hören. Vorsichtig damit. Wir schauen uns an, was wir für die Zwillinge haben. 7 der Kelche, falsche Vorstellungen, zu hohe Erwartungen. 5 der Schwerter kann zu Streit führen und Mäßigkeit bedeutet Gemach, Gemach, immer schön ruhig, sich um Gemäßigkeit kümmern, also dass man nicht übertreibt, weder Gefühl noch Erwartung noch Sachlichkeit, schön langsam machen, denn das sind zu hohe Erwartungen, entweder kommen die auf dich zu oder du hast sie selbst. Kümmere dich darum, auf dem Teppich zu bleiben, dich nicht unnötig aufzuregen, warte lieber bis morgen oder überleg dir das Ganze in aller Ruhe. Es ist gut, Fantasie zu haben, aber es ist nicht gut, zu hohe Erwartungen zu haben. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Krebs. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Was haben wir heute für den Krebs? Wo wir doch Merkur und Uranus im Quadrat haben. Wir haben König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Wir haben Entgegenkommen, Page der Kelche. Und wir haben die Liebenden. Okay, da ist schon Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Man muss sich an die Fakten halten. Also Sachlichkeit kann sehr offen, sehr direkte Aussprache sein, Entgegenkommen. Wohlwollend. Ich würde sagen, von deiner Seite. Du stehst für deine Belange ein, aber mit liebevoller Energie. Ja, lass dich nicht beirren, lass dich nicht unterbuttern, aber versuch das umgekehrt bitte auch nicht. Viel Erfolg und bis morgen. Einen
schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Merkur im Quadrat zu Uranus. Da hat man hochfliegende Pläne, die wahrscheinlich nicht durchführbar sind. Wir schauen uns mal an. Es ist auch Unzuverlässigkeit wieder dabei, was wir für den Löwen haben. In der Ruhe liegt die Kraft. 4 der Schwerter, nichts überstürzen. 7 der Schwerter, Geheimnisse auf der einen oder der anderen Seite. 6 der Münzen ist Ausgewogenheit. Ja, überlegen. Was kommt gut rüber, was nicht? Vielleicht ist es besser, in Ruhe drüber nachzudenken, was man jetzt öffentlich macht und was nicht. Ein Neuanfang steht an, aber nichts überstürzen bitte. Die 4 der Schwerter hält dich an, in Ruhe zu überlegen, ja? Und vielleicht auch das ein oder andere für dich erstmal noch zu behalten. Momentan ist die Energie nicht so wirklich gut. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021, Merkur Quadrat Uranus. Und kurz vor Mitternacht heute, ja, der Wechsel des Mondes von den Zwillingen in den Krebs. Was haben wir heute für die Jungfrau? Herrscherenergie, Kontrolle. Der Turm, das ist irgendwas, fällt weg. Und der König der Münzen, da ist deine Energie. Entweder verliert jemand die Kontrolle über dich oder du verlierst die Kontrolle über jemanden oder etwas. Das muss nicht immer eine Person sein. Wir haben hier deine Energie, wir haben die Welt. Das bedeutet, du lässt etwas hinter dir und beginnst etwas Neues. Ich könnte mir vorstellen, dass du Ketten sprengst oder eine unangenehme Sache oder Person loswirst oder dass sich das eben in Wohlgefallen auflöst. Ja? Wichtig ist, zu viel Kontrolle ist nicht gut. Die geht auf jeden Fall verloren. Man kann eben auch den Überblick verlieren. Also immer schön langsam machen. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Wir haben Merkur Quadrat Uranus. Das bedeutet Uneinigkeit, Unzuverlässigkeit, hochfliegende Pläne, die natürlich nicht ad hoc umzusetzen sind. Wir haben für dich den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, dein Element. Wir haben die Disziplin, Stärke, sich, seine Auffassung bewahren und trotzdem mit den Gegebenheiten zurechtkommen, Mäßigkeit, gemäßigt auf die Dinge, die Menschen reagieren, auch wenn momentan das Gedankenchaos tobt. Halte dich etwas zurück, halte dich an die Routine, lass dich nicht beirren und vor allen Dingen nicht zu irgendwelchen Äußerungen hinreißen, die keine Lösung bringen. Ein bisschen Geduld, in ein paar Tagen ist der Spuk vorbei. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Skorpion. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021, Merkur Quadrat Uranus. Unzuverlässigkeit, Unzufriedenheit, hochfliegende Pläne, die jetzt nicht umsetzbar sind oder auf ein wenig Gegenliebe stoßen. Was haben wir für den Skorpion? Königin der Stäbe. Optimismus mit Liebe, mit Freude an etwas herangehen. Nicht aufgeben, sich aber trotzdem nicht kräftemäßig verausgaben. 10 der Münzen. Stabilität und Sicherheit. Erdenergie. Pragmatismus. Und dann, wenn man die Sicherheit gefunden hat, den Boden unter den Füßen nicht verliert, kann man etwas riskieren. Für die Liebe, für die Leidenschaft. Aber ich denke, es gilt, sich nicht an den falschen Plätzen für die falschen Ideen zu sehr reinzuhängen. Wenn du das beachtest, bist du auf der sicheren Seite. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Schütze. Wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Wir haben Merkur Quadrat Uranus. Ja, Unzuverlässigkeit und vielleicht auch ein bisschen zu hohe Erwartungen an das, was kommt oder kommen sollte. Schauen wir uns an, was wir für den Schützen allgemein haben. 7 der Schwerter, Verborgenes, entweder bei dir oder bei anderen. Geduld ist das Thema. Jeder Schritt muss geplant, überdacht, belegt werden, nachgeprüft. Ritter der Münzen ist der Erfolgsgarant und Gerechtigkeit, fair mit der Sache und den Menschen umgehen. Also vielleicht auch momentan ein bisschen die Füße stillhalten, nicht zu viel ausplaudern, nicht zu viel mitteilen und auch nicht zu viel vornehmen, sondern Routine. Viel Erfolg dabei und bis morgen.
Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, dem 4. August 2021. Was haben wir in der allgemeinen Tageslegung für dich? Wir haben ja Merkur im Quadrat zu Uranus, da ist Unzuverlässigkeit möglich, oder zu hohe Erwartungen. Wir haben für dich die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Wunscherfüllung, Träume realisieren. Wir haben vorausschauendes Denken, das bedeutet, du planst. Du bist dir der Konsequenzen bewusst. Wir haben Stabilität und Sicherheit. Das ist dein Element, das ist deine Energie, Erdenergie, Pragmatismus und wir haben die Veränderung. Ich könnte mir vorstellen, dass du bereit bist, etwas zu riskieren, um deine Wünsche zu realisieren. Das solltest du aber eben gut überlegt, gut geplant, mit vorausschauendem Denken, nicht von jetzt auf gleich, sondern in altbewährter Methodik. Aber Gefühl ist wichtig. Freu dich darauf, diese Dinge mit deiner Energie des Pragmatismus umzusetzen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Mittwoch, dem 4. August 2021. Wir haben Merkur im Quadrat zu Uranus. Das kann zu Streitigkeiten, Unzuverlässigkeiten und vielleicht auch zu hohen Erwartungen führen. Schauen wir uns an, was wir für den Wassermann am heutigen Tag in der Allgemeinlegung haben. Das Ass der Stäbe, leidenschaftlicher Neubeginn, der Mond, ungute Gefühle, die das begleiten und die 2 der Stäbe. Man muss sich entscheiden oder man steht vor einer Entscheidung, was mache ich? Ja, jetzt sollte man diese unguten Gefühle natürlich beachten. Wir haben darüber gesprochen, rückläufige Planeten, die dafür sorgen, dass man sich um Altlasten kümmert. Da geht es um eine Entscheidung. Wir haben die Erfolgskarte. Und ich denke, der Erfolg liegt darin, dass du mit dir im Reinen bist, mit Leidenschaft daran gehst, nichts überstürzt, sondern pragmatisch auch ein Stück weit vorgehst und nichts übers Knie brichst. Wir haben sehr viel Leidenschaft da drin, wir haben aber auch ein paar Gefühle, die bearbeitet werden wollen. Und die Entscheidung triffst du und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische, wir sind bei Mittwoch, 4. August 2021. Merkur, Quadrat, Uranus, hochfliegende Ideen, Unzuverlässigkeit, plötzliche Eingebungen, ja, vielleicht auch überkandidelte Ideen, alles möglich. Was haben wir heute für die Fische? Geduld, alles schön überdenken, vorsichtig vorgehen. Der Herrscher, das ist die Energie der Kontrolle, der Verantwortung und der Ritter der Kelche, liebevolle Energie. Also du bist dir schon darüber bewusst, dass das alles nicht so hastig geht. Vielleicht ist es ein Vorgesetzter, vielleicht ist es jemand in höherer Position. Wir haben aber liebevolle Energie, also man geht sehr behutsam miteinander um. Und man erlangt Klarheit und Wahrheit, Erkenntnisse, Dinge, die man vorher nicht wusste. Wichtig ist, dass du nicht davon prescht, sondern dass du dich von dieser Energie, ja, ich sag mal, inspirieren lässt und diese Eingebungen kommen. In freundlicher Atmosphäre. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.